Jo, liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Opening. Und zwar gibt es immer die Premium Turnier Collections. Da hat schon Mary, Forschung des Professors, verschiedene gegeben. Und jetzt ist Sophora und Ceres rausgekommen und wir schauen sich heute die Sophora an. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! Da haben wir jetzt die Sophora, die Premium Turnier Collection. Schauen wir rein. Beim Ceres ist ja eigentlich genau dasselbe drinnen, nur halt das andere Design. Ja, mit dem Befehl vom Boss. Genau. Aber Befehl vom Boss ist halt so, da gibt es auch mehr Reprints. Das heißt, meistens ist auch die Sophora Box etwas teurer, weil auch die Sophora war davor ein schauriger Herrschaft, glaube ich, der letzte Print. Ja. Mit der Full Art und natürlich Wifi-Thema, ja. Wollen halt die Leute gerne haben. Genau, deswegen haben wir uns auch die Sophora genommen. So. Und da haben wir einen Haufen Stuff, damit wir es beginnen. Schauen wir sich mal die Würfeln auch an. Schadensmarken wieder, ja. Violett, giftgrünen Design schon ein bisschen, ja. Aber ist eh klar, Gift wegen. Haben wir ihn gefallen, ja, schaut nice aus. Er ist wirklich cool. Er ist wirklich nice. Wobei jetzt haben es lang diese Oversize, die großen Coins nicht produziert, gell? Ja, aber jetzt haben wir es wieder. Jetzt sind sie wieder da. Wie ist es bei euch? Findet ihr die großen besser oder die kleinen? Ja. Ich finde überhaupt Würfeln besser. Ja, Würfeln. Da haben wir es dann mit dem Lasho King drauf. Genau. Werden wahrscheinlich wieder wie dieselben sein, innen etwas milchig. Genau. Ganz leicht matt. Ja. Ja. Aber auch, wem das Design gefällt, habt ihr wieder Sleeves. Vor allem, ich sag jetzt mal, die Pokémon Sleeves sind ja nicht so zum Spielen geeignet. Für ein paar Duelle, ja, kann man es nehmen, aber ich sag mal, wenn man wirklich so 10, 20, 30 Runden mal gespielt hat, fangen die sich schon an zum Lösen. Aber so, ja. Dann schauen wir. Ah ja, und eine Deckbox haben wir auch dabei. Genau, aber überhaupt schauen wir sich die Deckbox an, da ist auch noch Stuff halt auch drinnen, dann die Booster. Ja. Und die finde ich auch erstmal cool, weil normalerweise kennen wir ja die Deckbox so von oben, was man ja, auch macht. Ja, aber die macht man seitlich so, und auch. Und das ist so ein Sideloader-Deckbox, die man dann so öffnen kann. Also genau. Das ist schon sehr nice. Dann schauen wir mal rein, was wir da haben. Ich meine, man hat es eh schon gesehen. Da ist die Promokarte. Ah, sehr schön schaut die aus. Die schaut wirklich mega schön aus. Richtig cool. Ja. Die so voran. Wie gesagt, auch so keinen Übung bekommen, schaurige Herrschaft auch schon 25, 30 Euro die Karte und am Steigen. Das heißt, zum Glück haben wir da die Karte wieder mit dabei. Und du hast es ja auch noch in Holo dabei, auch schaurige Herrschaft. Ja. War ja nur eine Ankommen, jetzt da noch in Holo so vorhin dazu. Wie man es auch bei der Mary gehabt hat. Genau, und sicher zweimal. Ja. Na, dreimal, glaube ich, sollte man sagen. Dreimal? Ein ganzes Playset. Ja, ja, stimmt, ein ganzes Playset. Bei der Mary waren es nur zwei. Waren es auch drei? Wir haben immer vierer Playset gehabt. Ja, immer stimmt, dreimal, okay. Dreimal diese Holos und einmal soll deine Full Art. Ah, okay. Dann haben wir da. Genau, könnt ihr es euch schnell sein, dann habt ihr es in-game. Aber ja. Schaut richtig nice aus. Ich glaube sogar, welches Holo-Pattern haben die? Das ist zum Beispiel jetzt noch, das kennen die neuen gar nicht, das ist noch das ältere Pattern. Ich glaube, das war bei Weg des Gems mit diesen Sternen, was da mal so gab. Und jetzt haben wir aktuell wieder dieses mit den kompletten Strichen, so durch die ganze Linie. Wie, was gefällt euch besser? Ist dieses OG-Holo-Pattern. Ich muss sagen, das war schon cooler, ein bisschen. Das ist diese geraden Linien, aber vielleicht wieder auch gewöhnliche Sache, wenn man die dann auch öfter hat. Vor allem wieder gelbe Karten. Ja, gelb, stimmt. Cool. Gut. Und da ist auch nochmal zur coolen Deckbox zusätzlich dann noch ein Haufen Stuff dabei. So. Wow. Ja, okay, schauen wir jetzt erstmal. Also, Boost überhaupt haben wir auch, aber zuerst nochmal zur Box. Also, wir haben da einen fix fertigen Kartentrenner. Den kann man nicht rausnehmen, also das ist kein Karten, sondern ein extra Fach, ja. Für Würfel und alles. Dann hat man da, naja, Würfel werden sich glaube ich nicht ausgehen, aber was cool ist, wir haben neue Schadensmarken. Vergiften und verbrennen. Das ist sehr cool. Das ist richtig nice. Das schaut arg aus. Ja, weil wir hatten immer diese 0815, die gefühlt in jeder Top-Trainer-Box, immer drin, weil jeder hat 100 Stück. Aber sehr cool. Vergiften und verbrennen. Das nice ist schon ein nice Spieler. Helf, ja. So, boah, schaut euch an, wie das eindrückt ist. Jetzt kriegst du. Aber man muss ihn ja reinkriegen. Aber ich muss sagen, ich finde die Deckbox schon um einiges besser und cooler zum Spielen als das die alten, das Fall, ja. Vor allem jetzt kann man da auch seine Vista-Marker, das alles reingeben. Würfel, ja, werden glaube ich keinen Platz haben, die muss man dann irgendwie anders mitnehmen. Aber es schaut jedes Booster so aus. Was haben wir überhaupt da? Wir haben einmal Fusion, Strahlende, zweimal Astral und Sturmwind. Dreimal Sturmwinde. Genau. Wäre cool gewesen, wenn es da nochmal Drachenwandel mit dabei gehabt hätten.
Da kriegst du. Das heißt, fangen wir rückwirkend an. Ja. Wie viel haben wir? 7 Boost insgesamt. Ja, dann gebe ich dir noch einen Fusionsangriff. Ja. Oder du gibst mein silberner Sturmwinde noch eins, dann fange ich an. Okay. Geht sich so aus? Du fängst an. Du hast, was haben wir dann? Wir haben dann ein strahlende. Nein, müsste ich strahlende machen? Du musst anfangen. Ich muss anfangen. So, dass du den Glurak hast. So. Aber wenn du anfängst, ja, hast du eins mehr. Habe ich eins mehr. Ja. So, das heißt, wir beginnen mit Fusionsangriff. Mhm. Mew, ich hoffe, dass die Karten nicht beschädigt sind. Jetzt hast du Gengar Remax Alternative drinnen. Oha. Ja, sind wir eh gespannt, was da für Bull Rage ist. Kein Karten. Oh, ja, Kartentrick ist 4, aber so. Keine Energiekarte. Codekarte. Keine Codekarte, ja. Beziehungsweise es gibt schon eine Codekarte, aber wir wissen halt nicht durch den Code, ob es ein Hit ist. Das nein, das weiß man jetzt bei den nächsten. Strahlende Sterne. So. 4 von hinten nach vorne. Alte Trick. So, wir beginnen mit Finsternis Energie. Dann haben wir ein Luxio, auch schon sehr lange nicht gehabt. Die Schülerin auch mit dabei. Dann Entdeckung der Abenteurerin. Vor allem ist das Coole, die haben wirklich alle auch noch den E-Stamp. Das heißt, alles, was ihr da jetzt in dieser Box zieht, könnt ihr noch dieses ganze Jahr 2023 auch spielen. Wegemark, Klavion, damals noch die nicht so gute Form. Oder Thermobot, dann Hydropi, als Reverse, mit dem alten Reverse, wer kennt's noch? Und ein Zeraora haben wir, oder Zeraora, als Non-Holo Rare. So, ich brauch's. Was? Achso, ich würde gerne Alternative. Alternative fehlt noch. Das wäre schon cool. Oh. Schade. Hoppala, verkehrt. Ab die Deckbox. Ich finde die cool. Die schaut schön aus, ey. Das heißt, wir müssen einen Special-Kartentrick machen. Weil wir einen weißen Code gehabt haben. Tafelwasserbeck. Das hat immer einen Hit gehabt. Ja. Tafelwasserbeck war immer Hit. Schauen wir mal, es kann aber nur Trainer Gallery sein. Nasknil, Schnäppke, Pupanze, da haben wir Olengardi Rare und der Wahlgürtel. In Reverse. In Reverse. Ist aber eigentlich auch Wahlgürtel, noch immer eine spielstarke Karte. Ich meine, ist halt leider nur gegen Wii-Pokémon der Damage. Aber wie wird er noch immer weiterhin gespielt? Ja, bis sich das wieder das überlappen sein, Wii und die X und nachher dann. Von Lugia mit Despota und auch Mew VMAX wird er noch immer gespielt. Auch im neuen Format. Auch Regieleki. So, da gar nicht geschaut. Wie. Ein Code? Ja, schau mal. Schwarzer Code. So, wir haben Elektroenergie. Dann Arboretos. Trifft Zeppelin. Dann Lino, dieser Deck ist schon sehr lange. Yu-Gi-Oh! Lass grüßen. Otaro, Sichlor, cool. Damhirplex, Yanma, Hood Hood. Dann Reverse, Punita. Und. Wow! Wahlgürtel in Gold! Ja! Wahnsinn! Wahnsinn! Und? Okay. Okay. Aeropack! Aeropack! Noch eine Karte dazu. Okay. Sogar noch ein zusätzlicher Hit. Aber der Off-Center. Off-Center ist Wahnsinn. Aber auch sehr spielstarke Karte. Cooler Hit. Kommt vielleicht jetzt ein Jahr zu spät, dass man den zieht. Ja, aber starker sehr Hit. Sehr cool. Aber wie viele Karten sind das dann? Es war eine zu viel. Ja. Es war eine zu viel. Sogar Aeropack. Aeropack, ja. Einfach eine süße Ding noch mit dabei. Sehr cool. Starke Ausbeute. Wahlgürtel mit dabei. No. No. Ist schon kein schlecht, aber einfach Doppelwahlgürtel. Ja. Und ein Aero-Display. Na bitte. So, dann haben wir da für euch den Code. Egal. Ah, Goldkarte. Ist schon. Das finde ich cool, dass die Goldkarten wenigstens weitergibt. Rainbow. Ja, es ist egal, aber wir haben jetzt schönere Rainbows. Mit dieser Special Illustration. Die schauen wirklich stark aus. Großmalmoor. Togetic. Es ist wirklich Großmalmoor, ja. Ja. Tidiwusa. Mantax, Sichlor. Viele Sichlor Schartwix, gell? Ja. Da ist die Rare. Und Mogelbaum. Sudo Voodoo. Immer kein Hit. Ja. Aber es hätte auch schon eigentlich cool mit der Fuller zuvor. Ja. Also die Karte wird auch, selbst wenn ihr diesen droppt, immer sich so um eine 20 Euro, wenn nicht sogar mehr Karte dann handeln. Aber Wahlgürtel ist auch spielstark. Wahlgürtel ist halt sehr coole Karte. Vor allem. Ja. Dadurch, dass man sich jetzt dann mit Pepper auch, weil das zählt jetzt dann als Ausrüstungskarte, eine Ausrüstung dann suchen kann, ist ja dann kein Item mehr ab dem neuen Format. Dadurch spielt man auch dann nur noch den Wahlgürtel vielleicht einmal, dass man sich für den einen oben links steht sogar Ausrüstung. Ja, die Karte dann holen kann. So, silberne Sturmwinde. So. Wir hatten, da müssen wir einen Reverse-Trick machen. Hast du einen weißen Code? Ja, ich habe einen weißen Code gehabt, okay. Kann trotzdem alles drinnen sein. So, wir haben Elektroenergie. Regenerative Energie, Methodos, dann Wie-Schutzenergie auch noch stark, immer gute sehr Karte, stark. Ja, wird uns sicherlich noch ein Jahr spielen im Format. Togedemaru, Ganuvil,
Floschling, Castella, dann als Rare haben wir ein Keldeo und ein Arena Trainer in Reverse. Last Pick Magic bei mir. Aber ja, auch, wie Last Pick Magic. Ich habe einen schwarzen Code. Tavalgürtel, wieder Goldkarte gezogen. Wir haben immer, wir haben das goldene Händchen. Oha, schwarzer Code und. Oha. Oha. Hat das was zum Bedeuten? Unbekanntes Fossil. Ist jetzt einer Kines. Mhm. Servol, Castella, Traunfugil, Wablu, okay, uh-huh. Flaschling, Castadur und ein X-Bart, aber eine Holo. Das X-Bart, wie haben wir das schon? Das haben wir wirklich schon oft so. Wahnsinn. Ich weiß auch beim Pre-Release, ich glaube, ich habe das jedes Mal ein bis zweimal gehabt. Ja, aber du hast es nicht spielen können. Und auch noch ein schwarzer Code. Also ja, derweil schon viele Hits. Also ja, zwar. Ja. Aber dafür einen starken Hit. So, dann haben wir Pflanzenergie. Dann hast du noch was im letzten Pack? Ja, schon cool. Gramchef, Wulnuna, Servol, Pupanze, vielleicht noch eine Goldkarte. Ja. Oder Rainbow, Klick. Lugia Wister Gold. Dann Wilmenip. So, als Reverse ist ein Groldra. Und. Oh, Amoroso V. Ich habe schon geglaubt, ein Big Hit, aber nicht schlecht. Amoroso V. Auf jeden Fall besser als ein X-Bart. Aber auch sehr coole Karte. Amoroso OG mit dabei. Aber stark im Hit dabei gehabt mit Wahlgürtel in Gold. Und so auch. Also alleine den Stuff, was ihr bekommt. Also wenn ihr Gamer seid, wenn ihr spielt und ihr braucht Hüllen, ihr wollt in das DCG reinkommen, ihr braucht einen Coin, ihr braucht. Wir können eh schon. Die Pokémon sind eigentlich nicht klein. Ja. Oh, die passen sogar rein. Na sicher. Also, Münze, ihr habt sie wirklich in diesem Fach. Ihr bekommt alles rein. Ihr bekommt die Münze rein. Ihr bekommt die Verbrennung, das ganze Deck rein. Ihr habt schöne Foil, wenn ihr so vorher noch spielen wollt. Also ja, hat sich lohnt sich schon. Und vor allem, wenn ihr den Befehl vom Boss auch noch benötigt, den spielen wollt, dann holt sich halt vielleicht den Befehl vom Boss. Die Cyrus, genau. Sehr gerne die Cyrus Box. Und ansonsten, ja, cooles Produkt. Starke Ich hoffe, dass die dann im neuen Format wiederkommen. Bei Karmesin und Purpur. Hoffentlich. Deckboxen und Turnierboxen. Ja, wird es auf jeden Fall geben. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein.